Hallo und herzlich willkommen, liebe Endradfreunde, ich bin der Zap. Machen wir weiter mit unserem Let's Play. Wir sind immer noch auf der Suche nach Artefakten. So, wo sind wir hier? Aha, Eingang. Guck mal, da hinten liegt irgendwie ein Skelett noch, oder? Und hier liegt Geld. Hey, guck mal. Geld, Geld. Gib mir all dein Geld. Und was hat er noch mit? Aha. Jo, dann ist ja toll. Mehr, ach, guck mal, da unten ist noch eine Kiste. Das liegt hier drin. Ah, das ist erstmal. Erstmal aber zum Abbrechen. Ja, jetzt geht's auf einmal. Ohne Problem. Ein Hühnerei und ein Werkzeugkasten. Natürlich. Wer braucht es nicht? Werkzeugkästen. Aha. 15 EP. 15 Erfahrungspunkte. Da speichere ich doch gleich mal ab. Wenn ich jetzt hier EPs kriege. Kann ich denn auch was hier? Upsala. Ich habe einen falschen Zauber irgendwie aktiv. Was habe ich da für einen Zauber aktiv? Warte mal. Ich guck mal. Was habe ich denn gerade für einen Zauber aktiv? Ich brauche Zauber. Senk kurzfristig die Mana-Kosten. Ja, den Zauber wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte den Zauber. Gucken, ob ich jetzt hier mich weiter aufleveln kann. Also die Gegner hier sind schon ziemlich heavy. Tada! Was schwebt denn da vor meiner Nase? Seht ihr das? Meine Hand. Ach so, meine Hände sieht man nicht, deswegen. So, was haben wir denn hier? Mystische Bindung. Was macht die? Beschworene Waffen verursachen mehr. Aha. Ja, die Frage ist, Seelen verschlingen. Verschlingt die Seelen Verstorbener, absorbiert ein Teil ihrer Lebenskraft, seines Manas und seiner Ausdauer. Das will ich haben. Tada. Kann ich noch was machen? Geselle der dunklen Künste. Mystischer Ruf. Was kann der denn? Erhöht die Lebensdauer eurer beschworenen Kreaturen. Ja, wenn ich die mal überhaupt erstmal hinkriegen würde, die beschworenen Kreaturen. Ja. Knochenrichter. Was ist das denn? Alle Offensivzauber sind um 30% wirkungsvoller gegen Untote. Wiederbelebte Untote nehme ich auch. Ja. Doch, kann ich noch. Okay. Ja, das ist schön. Gut. Tja, was soll ich dazu sagen? Schön erstmal. Schön erstmal. So. Aber diese Frostdinger da, die uns hier häufig entgegenstehen, ich glaube nicht, dass das Untote sind, oder? Warte, ich speichere mal. So, wo müssen wir hin? Wir müssen geradeaus. Ups. Na, guck mal, was hier liegt. Ein Buch. Genesungstrank. Yeah. Und Handschuhe. Aha. Bauplan. Pü-Dingens Handschuhe. Aha. Ich muss da auch mal die Baupläne irgendwann mal richtig einsetzen, oder? Ups, guck mal da hinten. Ups, gucke mal da hinten. Ich speichere mal wieder. So. Wie es aussieht, sind da sogar zwei. Oder vielleicht sogar drei. Oder vier. So, was machen wir? Die sind aus Eis, oder? So sieht es zumindest aus. Dann könnten wir doch mal versuchen, irgendwas mit Flammen. Aber
Klammrang 1. Haben wir da nichts Besseres? Warte mal, wir gucken mal. Feuerblitz Rang 3. Pro Sekunde verursacht. Brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Brennende Ziele. Ich weiß nicht, ob das toll ist. Ich speichere das mal in die Favoriten. Gleisner Flunke, Blitzschlag. Und, aha. Der ist eigentlich auch toll. Der gleißende Funke. Der macht 42, der macht 20. Leider habe ich da nicht so viel. Kreaturen und Menschen bis Stufe 12 fliehen für 9 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wenn die mal eben abhauen. Aber 9 Sekunden, reicht es aus? Ah, ich weiß nicht. Und warum ich hier meine Kreaturen nicht rufen kann, das weiß ich auch nicht. So, was habe ich denn? Mal gucken, was ich alles habe. Ich wollte ja mal Feuerblitz ausprobieren, oder? Das lass uns mal ausprobieren. So, also es sind 2. Ich glaube nicht, dass wir jetzt da großartig... Aber pass mal auf. Objekte? Haben wir nicht irgendwelche Tränke? Hier, wir haben noch einen Unsichtbarkeitstrank. Das ist auch nicht schlecht. Den nehme ich auch mal mit. Da kann ich mich nämlich verpissen, wenn es mir schlecht geht. Ja, ihr wisst schon. Genesungstrank einfach. Ja, unser Arkanfieber, weiß ich, macht auch ganz schlimm. Genesungstrank. Ich nehme mal die Genesungstränke mit. Aha. Ja, warum auch immer. Gift des Leidens. Entzieht 8 Punkte Lebensenergie für 4 Sekunden. Ja, wem denn bitte? Feuergift. Ziel ist 20% anfälliger für Feuerschaden für 30 Sekunden. Auch nicht schlecht. Ihr merkt, so langsam gehe ich hier auf die Tränke. Mana wird für 60 Sekunden gefällt. Auch nicht schlecht. Mana ranzig. Wert. Für 20. Regeneriert 20% Mana für 5 Sekunden. Auch nicht schlecht. So. Jetzt habe ich einiges aber da reingepackt. So, pass auf. Ich gehe mal hier hin. Vorsichtig. Guck mich mal vorsichtig um. Kann ich hier hingehen? Kann ich vielleicht von der anderen Seite daran? So mich anschleichen vielleicht. So von hier vielleicht. So von oben. Ich guck mal. Vielleicht von oben. Hier war ich schon, oder? Leer? Guck mal, hier ist den Rucksack. Den habe ich noch nicht. Mit dem Zettel. Na toll. Was ist denn das für ein Zettel? Ich finde hier vielleicht Sachen... Zettel. Lass uns mal einen Zettel lesen. Sucht die 3 Hebel, um die Tore zu öffnen, aber hütet euch vor den Fallen. Wenn ihr gefunden habt, wonach ihr sucht, trefft mich in der Unterstadt und lasst niemanden hiervon erfahren. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, schön, dass wir jetzt den Zettel auch gefunden haben. Sucht die 3 Hebel. Ja, das ist schon mal keiner der 3 Hebel. Und ich kann hier tatsächlich nicht irgendwo rechts rum, oder? Nee, da kann ich nur wieder raus. Da kann ich nur wieder raus. Okay, war ja nur ein Versuch. Okay. So, das habe ich. Dann habe ich diesen Rucksack dann tatsächlich... übersehen. Kann ja passieren. So.
Wo muss ich hin? Wo muss... Da sind sie. Ja, guck mal, da rechts steht noch einer. Und da ist ein Hebel. Okay. So, speichern. Speichern. Ich habe keine Ahnung. Ich gerate wahrscheinlich wieder gleich in Panik und mache alles falsch. Aber nützt ja nichts. Soll ich mich jetzt sofort unsichtbar machen? Oder soll ich einfach mal drauf zimmern? Was meint ihr? Guck mal, was das für ein Mana abzieht, ne? Ich wollte mich unsichtbar machen, oder? Unsichtbarkeitstrank. Glück. Habe ich gemacht. Und jetzt bin ich einfach nicht mehr da. Hoffe ich doch. Ey, ich bin nicht mehr da. Ich bin total unsichtbar. Warum erwischt er mich noch? Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich nicht weiter. Ich renn mal. Da steht auch noch einer. Hier bin ich schon wieder in der Falle. Ja. Ich weiß, ihr seid total toll. Ja, das war nix, meine Freunde. Das war nur gar nix. Okay, das laden wir nochmal. Warum wird der nicht unsichtbar, wenn ich den Unsichtbartrank nehme? Kann mir das irgendeiner sagen? Also, ihr habt's gesehen. Ich habe den Unsichtbartrank genommen. Zweimal schieße ich da drauf, dann ist mein Mana leer. Das kann ja nicht sein. Zweimal und dann ist mein Mana leer. Und ich habe es mit dreien zu tun. Wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Irgendeiner eine Idee? Irgendeiner eine blöde Idee, wie ich das machen soll? Ich weiß auch gar nicht, was ich dem abgezogen habe. Also, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Lebensabsorption, Mana-Pilze. Mana-Trank. So. Ich bin weg. Kann ich mal ein bisschen schneller laufen, bitte? Mana-Pilze? So, jetzt nehme ich mal mein Schwert. So, ich brauche mal einen Genesungstrank. Ich brauche noch einen Genesungstrank. Ich kann nicht mehr rennen. Das ist mein Problem. Ich habe gar nichts abgezogen. Nein. Warte, ich brauche noch einen Genesungstrank. Ja. Habe ich noch irgendwas zum Genesen? Oh.
Ich habe keine Mana, ich habe kein Leben mehr, ich habe ja gar nichts. Das ist ja ziemlich blöd. Magischer Schild habe ich. Das ist blöd, magischer Schild, weil das hilft mir nicht. Mana-Pilz. Unsichtbarkeit einfach. Nein. Mann. Ich war eigentlich ein... Wie viel habe ich eigentlich niedergerungen? Ich habe keine Ahnung. Wie viel habe ich niedergerungen? Was? Wie gehe ich da vor, meine Freunde? Hat irgendeiner eine Idee? Wie gehe ich da vor? Tja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Ich habe nur die Idee, dass ich einfach nochmal draufschlag. Mal gucken, was passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die nicht irgendwie absorbieren kann. Nur irgendwie erst den einen. So, erst den einen. Komm mal her. So, und jetzt hau ich ab. Wenn ich den einen jetzt für mich mal isolieren kann, wisst ihr? Dann kann ich mich mal ganz in Ruhe mit dem beschäftigen. Warte. Schwert. Schon wieder nicht. Aber das war nicht, glaube ich, das war nicht schlecht, oder? Die Idee war nicht schlecht, den einen zu absorbieren. Ich hätte nur auf meine Gesundheit achten sollen. Ich glaube, das versuche ich nochmal. Aber ich versuche das mit meinem Schwert in der rechten Hand. So. Kommst du? Komm doch. Guck mal, wie viele das sind. So. Ich hau mal ab. So. Ja, jetzt ist er fast down. Ey, bleib hier. Ey, da haut der Sack ab. Habt ihr das gehört? Ja! Einen habe ich. Aber ich bin ziemlich im Arsch. Seht ihr das da unten? Boah. Mann. Einen habe ich unten. So, meine Freunde. Das war der erste Streich. So, was habe ich denn jetzt an Genesung so für mich so ein bisschen? Ich habe den Genesungstrank einfach. Den möchte ich aber noch nicht nutzen. Mana-Pilze. Ich habe einen roten Apfel, eine Tomate. Was habe ich denn noch? Ausdauer. Was habe ich denn hier? Gesellenbuch. Keine Ahnung. So, jetzt geht es mir erstmal wieder ein bisschen besser. Okay. So, ich könnte ja auch Rang Wohltat.
So, jetzt steigt mein Fieber zwar ein bisschen, aber es geht mir dann wieder gut. Man kann nicht alles haben. Ja? Man kann nicht alles haben. So. Boah, auf 28% ist das gestiegen. Das ist nicht gut. Aber dafür geht's mir wieder gut. Habe ich irgendwas, was mein Fieber wieder runterbringt? Ist man nicht. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Irgendwie kriegen wir das schon wieder hin. So, ja, die Technik, dass ich einseperiere, ist ja nicht schlecht. Also das hat ja, ist erstmal gut aufgegangen. Wir müssen mal gucken, ob ich das bei dem anderen auch hinkriege. Erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge nehmen wir uns einen zweiten vor. Mal gucken, ob wir den ausseperiert kriegen. Bis dann, euer Zapp.